Los, ich zeichne das hier auf dem Computer aus und ich freue mich, dass du heute Abend mit mir deine Themenreihe beginnen darfst. Hylia ist leider erkrankt im Moment. Von hier aus gute Genesungswünsche von ganzem Herzen für deine Reihe zu deinem Herzensthema, die Gebärrevolution. Wir Ja. durften uns kennenlernen, wir haben im Soul Talk miteinander gesprochen und dein Thema ist so wichtig für die ganze Welt. Und dann haben wir beide überlegt, mit Hylia überlegt, du hast überlegt und gesagt, ich möchte mehr dazu erzählen. Dann bitteschön, hier ist deine Bühne. Heute Abend geht es ums Thema Doulas. Du wirst uns einführen, du wirst erzählen, du wirst das ja, aus deinem Herzen heraus vortragen und dann gibt es eine Fragerunde, Zeit dafür, wer noch was schreiben, hören, lesen möchte. Da werde ich dann die Aufnahme beenden, sodass der allgemeine Teil für alle zur Verfügung steht und gerne geteilt werden darf. Liebe Cora, schön, dass du da bist. Danke, liebe Carola. Ja, dann lege ich mal los. Also, wer mich noch nicht kennt, Cora Brandt, bin 76 Jahre, am Februar werde ich 77 und ja, habe drei Kinder schmerzfrei geboren, noch Pflegekinder großgezogen, war bei den ersten Geburten meiner Töchter dabei und also ein nicht alle, aber einige. Und habe auch da schon sozusagen wie eine Doula mitwirken dürfen. Ich hatte da gerade die Blütenessenzen für mich entdeckt und habe die mit sehr viel Erfolg angewendet. Und ja, war früher mal Lehrerin, Biologie, Physik und Chemie. Und bin früh pensioniert worden, habe mich dann auf meinen Heilungsweg begeben und bin jetzt doch sehr erfreulich fit. Und ja, habe dann immer zwischendurch mal Geburten begleitet, einfach so privat. Und ja, habe jetzt vor kurzem, kurz vor Beginn von Corona, meine Leidenschaft auch für die berufliche Geburtsbegleitung entdeckt. Die liebe Romina, die ist heute dabei, die durfte ich begleiten und ja, das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das mache ich ab jetzt sozusagen hauptberuflich. Und habe dann auch begonnen, mein Buch zu schreiben, das ja im Invidich Verlag rauskommen wird, zum Thema meditative Geburt und Gebärrevolution. Ja, und zum Thema Gebärrevolution und Doulas, da möchte ich heute was sagen. Der Begriff Doulas ist noch nicht sehr bekannt in Deutschland. Bin gerade gefragt worden von jemand, Doula, was ist das denn? Noch nie gehört. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Griechischen und heißt Dienerin der Frau. Und ja, in Amerika, wo dieser Begriff etwas bekannter ist, da sind die Bedingungen besonders schwierig. Also ich begleite gerade online eine Schwangere in den USA, die aus Deutschland stammt. Und ja, sie hat mir erzählt, dass wenn man eine Hebamme haben möchte, dass man dann $4.500 im Voraus zahlen muss. Hat ja nicht jeder. Und dann im Krankenhaus ist natürlich die Kaiserschnittrate sehr hoch. Und sie hatte schon einen Kaiserschnitt und wollte nicht noch einen. Und ja, jetzt bleibt ihr praktisch nichts anderes übrig als eine Alleingeburt. Aber damit hat sie sich auch schon sehr angefreundet. Und eine Doula kann allerdings nicht nur eine Alleingeburt begleiten, sie kann jede Art von Geburt begleiten. Denn der Sinn einer Doula liegt darin, dass sie eine Frau nicht medizinisch, sondern seelisch wie eine Freundin während der Schwangerschaft und eben auch während der Geburt begleitet, um der Frau das Gefühl zu geben, niemals alleingelassen zu sein. Weil das Gefühl des Alleingelassenseins, das bringt Schwierigkeiten hervor. Und da ist es wichtig, dieses Gefühl gar nicht erst aufkommen zu lassen, auch in der Schwangerschaft.
Das heißt, Und, ich kann mir das nur vorstellen, du stehst von Anfang an zur Verfügung und wenn eine Frau sich auf diesen Weg macht und über eine natürliche Geburt, Hausgeburt, was auch immer nachdenkt, du stehst auf allen Ebenen dienend, wie der Name ja so schön beschreibt, Genau, nur für ja. diese Frau zur Verfügung und gibst Sicherheit, Ruhe, Gelassenheit, Vertrauen und dadurch kann Ganz genau, ganz genau. Also dieses Feld ich geheilt würde werden. sogar, wenn ich dürfte, was im Moment ja nicht der Fall ist, eine Frau auch zu einem Kaiserschnitt begleiten, aus welchen Gründen auch immer, das entweder notwendig ist oder sie das wünscht, weil auch dabei ist, ein tiefes Vertrauen sehr, sehr wichtig. Und das ist für mich die Vorbedingung für eine glückliche Geburt, egal wo. Tiefes Vertrauen, tiefe Entspannung und die Fähigkeit, tief zu atmen. Weil beim Kaiserschnitt ist das Atmen nicht so wichtig, aber atmen sollte man da auch. Naja, Ja, der also Fluss des Lebens, der die Ruhe auch schenkt, ne? ganz genau, ganz genau. Also, ne. Es gibt eine Atemtechnik, die hilft, sich zu entspannen, und die wäre natürlich auch vor einem Kaiserschnitt sehr sinnvoll. Also ich kenne auch einen Geburtsbericht, wo es einen medizinisch notwendigen Kaiserschnitt gab und die Frau sich also so tief entspannen konnte, dass sogar die Anästhesistin gesagt hat, das hat sie noch nie erlebt. Und das war natürlich sehr, sehr förderlich. Du, wie kann ich mir das vorstellen, Cora? Wir beide haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, aber erzähl doch mal von dir, wie bist du zu diesem Thema nochmal gekommen, beziehungsweise wie viel hast du geforscht zu diesem Thema? Weil du hast ein unheimliches Wissen aufgebaut, das finde ich immer sehr bewundernswert. Wie ist dieses Feld, also wie hast du dieses Feld für dich eröffnet und entdeckt? Und was sind für dich so Themen, Fakten, Kriterien, über die du in die Sicherheit kommst, ins Wissen kommst, in Ja, den Austausch? ja. Also ich hatte ja schon Erfahrung, insbesondere mit den Blütenessenzen, dass sich das sehr förderlich sowohl auf die Schwangerschaft als auch auf die Geburt auswirkt. Und also mit dieser Gewissheit, dass ich da positiv wirken kann, bin ich in die Begleitung von Romina eingegangen, Über die wir uns kennengelernt haben. über die wir uns kennengelernt haben, ganz genau. Und ich habe alles gelesen, was sie gelesen hat, und habe eben dann mit den Kenntnissen, die ich mir dann, während ich sie begleitet habe, angeeignet habe, habe ich sie dann erfolgreich begleitet. Und ja, dann habe ich eben gelesen, und dann ist der Entschluss in mir gereift, dazu eben ein Buch zu schreiben, weil ich immer mehr erkannt habe, dass einfach nur eine liebevolle Begleitung von Schwangeren nicht ausreicht. Es ist eine Gebärrevolution notwendig, weil das System die Schwierigkeiten macht, und zwar zunehmend. Ja, Also also der Name Gebärrevolution ist ja sehr kraftvoll und der drückt sehr vieles aus. Kannst du ja. vielleicht was zu diesen Umständen erzählen, die das jetzt gerade ein bisschen schwieriger noch machen, als sowieso schon es Genau. gewesen ist? Revolution bedeutet ja ja, Romina fragt gerade, wenn sie auch sprechen soll oder darf, ja gerne, also von mir aus gerne. Das entscheidet ihr beide. Ne? Also Revolution bedeutet ja eine Umwälzung. Ja? Also wenn es eine notwendige Veränderung zu geben hat, da ist eine sehr große Veränderung notwendig. Und die Not, die es zu wenden gilt, ist die immer mehr steigende Anzahl von Kaiserschnitten und traumatisierenden Interventionen in Kliniken. Ja, also da steckt ein grundlegender Irrtum dahinter, dass nämlich angenommen wird von dem medizinischen Personal, dass Gebären ein mechanischer Vorgang ist. Da bewegen sich irgendwelche Muskeln aufgrund irgendwelcher Hormone, und das sehr automatisch. Und dass man da eingreifen muss, wenn das nicht so läuft, wie es vorgesehen ist von dem medizinischen Personal, wie die glauben, dass es sein sollte.
So Und geschult, so erlebt, so gelebt über Jahre, über Jahrzehnte. ne? Und das setzt also eine Kaskade von Komplikationen frei. Also man nennt das die Interventionskaskade. Und wenn die psychischen Notwendigkeiten nicht mit einbezogen werden, dann wird diese Interventionskaskade immer wahrscheinlicher, weil im Krankenhaus wird oder eben auch von Hebammen wird davon ausgegangen, dass Geburt sozusagen ein Notfall ist, der engmaschig medizinisch kontrolliert werden muss. Sozusagen die Natur kann das nicht selber. Das muss kontrolliert werden, dass das alles so läuft, wie es von der Medizin vorgesehen ist. Und die Medizin stützt sich da auf Statistiken. Nun hast du Und ja auch Statistiken mitgebracht, ne? wenn das, ich habe auch Statistiken mitgebracht. Also wenn das nicht so läuft, wie von den medizinischen Statistiken vorgesehen, dann wird eingegriffen. Ja, wenn also errechnete Geburtstermin, und in den Kliniken wird immer gerechnet und gemessen und kontrolliert, wenn der errechnete Geburtstermin ist unterschiedlich, mal sind es 8 Tage überschritten ist, mal also maximal 14 Tage überschritten ist, ja, dann muss aber unbedingt eingeleitet werden. Wenn das Kind zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn ist, muss eingeleitet werden, weil ja ne, da eine Störung vorliegen könnte. Also auf die Gebärende, die Schwangere werden alle möglichen Störungen projiziert, und sie wird auch nur auf Störungen untersucht, und schon während der Schwangerschaft wird Angst gemacht. Das ist ja ein Konstrukt, was du in vielen Themen findest. Was macht diese Angst? Was verhindert diese Angst? Was wird dadurch unterbunden, Cora? Was Ne, sind deine? die Angst wird dadurch gemacht, dass projiziert wird, es sei ein Risiko, schwanger zu sein und zu gebären. Und da wird eine Vorsorge gemacht. Also ne, das Wort Sorge steckt da drin. Also die Schwangere wird in Sorge versetzt, weil das medizinische Personal auch nur auf Sorge getrimmt ist. Und das macht Angst. Dazu kommt natürlich die kulturelle Prägung durchs Christentum. Ne, die Frau soll mit Schmerzen ihre Kinder gebären. Das ist dummes Zeug. Die Natur produziert keine Schmerzen bei einem naturgemäßen und Vorgang, der zur Arterhaltung beiträgt. Im Gegenteil, da werden belohnende Dinge produziert, wird Freude produziert, wenn wir dafür sorgen, dass unsere Art erhalten wird. Und Das ist der Vorgang in Mutter Natur, ja. Also das ist was es ne? sein sollte, Ja. weil Mutter Natur macht nichts, was gegen uns ist und ne. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Mutter Natur vertrauen. Also ich sag mal, für eine natürliche und eine glückliche Geburt, beglückende Geburt, sind 3 Voraussetzungen gegeben. Also das müsste gegeben sein, nämlich tiefes Vertrauen, tiefe Entspannung und tiefes Atmen. Wenn wir das können, dann mehr brauchen wir eigentlich nicht. Aber das ist zwar einfach, aber durch unsere Prägung und so wie unsere Gebärkultur tickt, ist es schwierig hinzukriegen. Das sind Ja. tiefe Konditionierungen, die da aus Angstprogrammen auslösen, damit man die Hilfe und Unterstützung, die vermeintliche, auch annimmt. Genau. Und dadurch wird ja im Prinzip der ganze Schwangerschaftsprozess, der ganze Gebärprozess irgendwo gestört und es ist gar kein natürlicher Fluss, weil es im Grunde genommen, wie du gesagt hast, von Anfang an der Angst dient oder frönt und die Angst irgendwo eine Grundlage ist in unserer Gesellschaft. Seit unseren Gesprächen hat sich mein Bild total verändert. Ich habe nie was von der Doula gehört vorher. Für mich war das andere klar, ja, Geburt immer nur durch Schmerz. Du sagst ja was ganz anderes. Es wird belohnt, wenn du im Flow bist, im Vertrauen bist, in der Atmung Richtig. bist. Es gibt sogar freudvolle Ereignisse, freudvolle Empfindungen bei der Geburt. Ich habe vorher noch nie gehört. Also wirklich erst durch Romina und durch dich. Ne, es gibt eine Geburtstrance, die möglichst nicht gestört werden sollte oder so wenig wie möglich. Und wenn sie gestört wird, dann muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass die Geburtstrance wiederhergestellt werden kann. Und dann gibt es auch einen Geburtsorgasmus. Also in der Literatur, die ich da gewälzt habe,
vor allem von Ina McGeskin aus den USA, die berühmteste Hebamme der USA. Die hat recherchiert und festgestellt, dass also zu ihrem Erstaunen 20%, also jede fünfte Gebärende, einen Geburtsorgasmus erlebt hat. Jede fünfte Jede Gebärende. fünfte, Das ja. finde ich mal, ja. Wie sie betreut hat oder in ihrem Dorf. Da, sie hat so ein Geburtsdorf aufgebaut, sehr, sehr schön. Und ja, jede fünfte Gebärende hat einen Geburtsorgasmus, wenigstens zeitweise, erlebt. Und ja, bei meinen drei Geburten, da habe ich bei allen dreien, also das bei der ersten Geburt hat mich das sehr überrascht. Da hatte ich ja noch nie was davon gehört. Und zwar meine erste Geburt, also wusste ich natürlich auch nicht, was mich erwartet. Und war sehr erstaunt, ja, dass ich also ein Orgasmus-vergleichbares Gefühl erlebt habe, was mir dann eben auch völlige Schmerzfreiheit beschert hat. Ich habe also von dem Wieso? Dammschnitt, der dann bei mir routinemäßig gemacht wurde, ich war im Krankenhaus, ist eingeleitet worden, dass ich davon überhaupt nichts gespürt habe. Während nach der Geburt, als es dann genäht wurde, mein Geburtsorgasmus wieder weg war, das habe ich sehr deutlich gespürt. Das hat gepiekt. Das heißt, Ja. in dem Moment, wo dein Körper die Glücksgefühle empfunden hat, war gar kein Schmerzgefühl da und gar kein Null, null. Bewusstsein für etwas Störendes, sondern wirklich nur in der Freude. Genau. Ja. Und Gott sei Dank hat mich die Hebamme weitgehend in Ruhe gelassen, sodass ich auch eben diesen Geburtsorgasmus aufbauen konnte. Und das ist eben heute nicht mehr der Fall. Ja, also der Geburtsorgasmus ist schon eine wichtige Komponente bei der Gebärrevolution, denn es baut auf der sexuellen Revolution auf. Gekoppelt. Ja, die sexuelle Revolution, die hat ja dazu geführt, dass Frauen überhaupt entdeckt haben, dass sie beim Geschlechtsverkehr Lust empfinden dürfen. Inzwischen fast so, also dass sie es sollen, ja, finde ich, man Setzt ja eine hat große Kraft frei, ne? Klar. ne, ein bisschen übertrieben manchmal, aber noch meine Großmutter, väterlicherseits, wenn wir dann die seltene Gelegenheit hatten, mal über sowas zum Thema zu sprechen, die sagte, ja, da machte man die Beine breit, Frau, und ließ dieses Eklige über sich ergehen. Ja, das war die eheliche Pflicht. Du, das findest du aber heute ja auch noch in Gesprächen mit Frauen, wo es dann so gesprochen wird, naja, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Also das gibt es, diese Haltung zieht sich ja auch in unsere Jetztzeit mit hinein. Ne? Oh ja, aber es wird immer weniger, Gott sei Dank. Zumindest die Möglichkeit, dass Genau. es lustvoll sein kann und darf, die hat sich doch sehr weit verbreitet. Und manchmal ist da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden. Und die Beziehungen sind zur Beliebigkeit verkommen. Aber das ist so. Manche Veränderungen, die werden dann so ausgelebt, dass eben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Aber das regelt sich irgendwann. Ja, und die Geburt, da haben oder herrschen immer noch ähnliche Vorstellungen. Ja, man geht ins Krankenhaus, man macht die Beine breit und lässt das Unangenehme über sich ergehen. Und das medizinische Personal ist dafür da, dass es möglichst wenig unangenehm ist. Und dann ja, bittet man eventuell sogar das medizinische Personal, ja, die unangenehmen Dinge auszuschalten und zum Beispiel mit einer sogenannten PDA, Periduralanästhesie, ja, den Schmerz, der so, ne, als unvermeidlich gilt, den möglichst frühzeitig auszuschalten. Aber damit spürt die Frau eben ihren ganzen Unterkörper nicht mehr. Das heißt, einen Geburtsorgasmus kann es dann überhaupt nicht geben. Weil der Zugang Und, fehlt, ja. ne, aber auch nicht, dass die Frau irgendwie ihr Gebären regulieren kann. Die kann nicht spüren, wo ist denn, wo hakt es? Also, wo macht das Kind meinetwegen einseitigen Druck und wie könnte sie sich bewegen, damit das Kind wieder in die richtige Position geschüttelt wird, ja? Das heißt, die ganze Verantwortung wird auch abgegeben, oder das heißt, die Die Frau ganze gibt es ab oder Verantwortung man wird nimmt es ab. abgegeben. Ja, genau. Also
Ich habe jetzt eine Frau begleitet, die das vierte Kind bekam. Und ich durfte leider bei der Geburt nicht dabei sein, aber bis kurz davor. Und sie wollte dann nur die Hebamme dabei haben. Aber sie sagte mir hinterher, dass sie also bei all ihren Geburten die komplett die Verantwortung an das medizinische Personal abgegeben hat und dass die Geburten furchtbar waren. Und dass es diesmal dann mit der Gegenwart der Hebamme zwar auch schmerzhaft war, aber sie hatte nicht mehr das Gefühl, dass sie die komplette Verantwortung an die Hebamme abgegeben hat. Also es war für sie dann auch wesentlich schöner. Einfach auch. Das heißt, eine Doula, so stelle ich mir das dann vor, begleitet auf eine ganz liebevolle, sanfte, präsente Art und Weise die Frau auf ihrem Ja. Weg und lässt aber alle Entscheidungen und alles, was Frau fühlt, bei der Frau und nimmt ihr nicht irgendwas ab. Richtig, ja. Und dann ist das eben anders, ne? Katharina Ja, schreibt da gerade, ja. die Doula ist zuständig für einen möglichst Ja. günstigen Seelenzustand der Frau. Die ist dafür zuständig, Schön beschrieben. Störungen fernzuhalten, soweit es möglich ist. Sie ist dafür zuständig, wenn Störungen unvermeidlich waren, die Frau wieder in den Gefühlszustand des Beschütztseins zu geleiten und dieses Vertrauen auszustrahlen in das Wirken von Mutter Natur. Und deswegen ist es in der Regel sinnvoll, dass sie entweder selber Kinder geboren hat oder schon bei Geburten auch anwesend war oder keine Ahnung, wie sie zu ihrer Erfahrung kommt, aber dass sie ein großes Vertrauen hat in das Wirken von Mutter Natur und dass alles gut ist, so wie es ist. Ja, das heißt, Und es braucht auch als Doula bestimmte Qualitäten, um die Frau in der Ruhe begleiten zu können, die sehr, 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 richtig. sehr Also wenn eine entscheidend Doula sehr ängstlich wäre, ist. da würde ich sagen, das ist falsch. Ja, also ich habe auch schon von der Doula gehört, wo die Schwangere, die Gebärende dann nicht zufrieden war, weil die Doula meinte, dass sie die Verantwortung hätte und sie die Schwangere zu irgendwas überreden müsste. Das ist Also noch so ein das, altes, konditioniertes Ding, ne? Also die ja. Grundhaltung, einfach um es nochmal festzuhalten, die Grundhaltung, die Doula dient, der Frau auf dem Weg Oh. in Gelassenheit, Ruhe, hat ein Wissen, hat Methoden, auf die sie zurückgreifen kann, die sie der Frau bietet. Und die Frau entscheidet immer, ist das für mich gut oder nicht gut. Richtig, Und die richtig. Verantwortung bleibt komplett bei der Bei Frau. der Frau und also dass die Doula eine Begleitung aufbaut, das ist schon ganz wichtig, auch während der Schwangerschaft, weil die meisten Schwierigkeiten, die unter der Geburt auftreten, werden schon in der Schwangerschaft kreiert. Und wenn da ist es eben wichtig, dass die Doula auch Ahnung hat, wie eine normale Schwangerschaft verläuft, was auch getan werden kann, um Stress von der Schwangeren abzuwenden, weil Stress ist der größte Faktor, der Bestimmt. bei einer Schwangeren Schwierigkeiten macht. Ja. Gehst du dann auch als Doula im Prinzip in das Begleiten, was Familie, Mann und andere Kinder anbelangt und die Themen, wenn sich Stress zeigt? Oder wie darf ich Ja, mir das ja. vorstellen? Also auch ein bisschen psychologisch betreuend, begleitend, um Ja, dem also zuzuwirken. ich ermuntere immer sehr den Mann, also auch bei den Gesprächen dabei zu sein und auf seine Bedürfnisse auch einzugehen, weil das ganz wichtig ist, dass was er fühlt, das strahlt natürlich auf die Gebärende aus. Und die meisten Frauen heutzutage, die hören schon auch auf das, was der Mann sagt. Wenn der Mann sagt, also ja, mit einer Hausgeburt bin ich überhaupt nicht einverstanden, dann lassen sie sich oft überreden, dann einer Krankenhausgeburt zuzustimmen. Obwohl nach meinen Recherchen die Krankenhausgeburt die meisten Schwierigkeiten macht, also auch medizinische Komplikationen verursacht. Und das in zunehmendem Maße durch diese Kontrollsucht. Also je mehr kontrolliert wird, desto mehr Störungen, je mehr Störungen, desto mehr Komplikationen und desto mehr Kaiserschnitte. Ja, und ein Kaiserschnitt ist, anders als die Ärzte das darstellen, nicht einfach was harmloser Routineeingriff, sondern das ist eine große Bauchoperation. Ja, und weder für die Mutter noch für das Kind harmlos. Ja, es verletzt den Bauch und die Gebärmutter.
Und es gibt eine große Narbe, innen noch mehr als außen. Und das Kind wird auch sehr beeinträchtigt, weil es durch eine sehr enge Öffnung, also die Gebärmutteröffnung, die wird nicht durch einen Schnitt erweitert, sondern dadurch, dass ein kleiner Schnitt auseinandergerissen wird. Und die Öffnung ist dann immer noch sehr, sehr eng, damit eben möglichst kleine Narben entstehen. Und das Kind wird dann daraus gequetscht, gehebelt, gezerrt, meistens am Kopf. Man kann sich vorstellen, was so ein Kind im neugeborenen Alter, was dem das für Schwierigkeiten macht, wenn es also so brutal behandelt wird. Ja. Die Geburt sollte eigentlich für ein Kind ein glückliches Erlebnis sein. Es sollte von den Glückshormonen der Mutter überschwemmt werden und glücklich und zufrieden geboren werden. Und bei einer wirklich natürlichen Geburt mit einem Geburtsorgasmus ist das auch der Fall. Klar, es ist ja verbunden über die Nabelschnur und das bleibt ja. Ja. Und dann nimmt es ja auch alles mit, was da einfach im Feld an Frequenzen da herrscht. Ja. Und wenn da die Ängste sind, kriegt es das volle Kanne mit. Richtig. Es gibt Berichte, die reden das schön, wenn dann so Bilder durchs Netz gehen und die gerne geteilt werden, wie das Kind in der gesamten Fruchtblase auch rausgeholt wird, wie hübsch das ist und so. Ich bin da immer sehr skeptisch, wenn ich solche Bilder sehe, weil ich denke, ja, bei diesem Geburtsvorgang mag ja Situationen geben, wo es vielleicht wirklich nötig ist. Und das weiß ich nicht, kann es nicht einschätzen, möchte Es auch sehr gibt, vorsichtig sein. ja, es gibt wenige Situationen, wo ein Kaiserschnitt wirklich nötig ist. Also kann man sagen, so in maximal 1% der Fälle. Also Schon eine relativ geringe Zahl, ne? ist eine relativ geringe Zahl. Also das, und die kann man meistens auch vorher feststellen. Ne, eigentlich immer. Also ne, eine Querlage, wenn das Kind quer im Bauch liegt, klar kann es nicht rauskommen. Manchmal kann man noch versuchen, wenn man es rechtzeitig entdeckt, dass es gewendet wird, dass doch noch in eine Längslage kommt. Und aus einer Längslage kann eigentlich jedes Kind geboren werden. Also entweder Kopf nach unten, das haben die Ärzte am liebsten, oder Kopf nach oben, ne, mit dem Po zuerst. Das geht auch. Ja, und das ist nicht so gefährlich, ne? Also die geburtshelfenden Personen, die haben einfach zu wenig Erfahrung darin. Und deswegen machen sie es nicht und sagen, ja, muss ein Kaiserschnitt Ein sein. Kaiserschnitt, Ja, weil ja. das ist Routine. Das Ja. heißt aber letztlich fehlt durch einen Kaiserschnitt im Prinzip Mutter und Kind eine tatsächliche Qualität für das Lebensfundament, wenn ich es mal so sage. Absolut, ja. Das ist eine traumatische Art, A, zu gebären und B, geboren zu werden. Und wenn das Erdenleben mit dem Trauma anfängt, das wirkt sich auf das spätere Verhältnis zum Leben aus. Also man kann es nachträglich ändern, da gibt es Möglichkeiten, aber die sind nicht so einfach. Ja, das zieht ja viel mehr nach sich, als man in dem Moment dann vielleicht sehen kann, weil auf der Seelenebene einfach auch so viel passiert, ne? Ja. Sonst. Aber kommen wir zurück zur natürlichen Geburt. Ja, genau. Also, Du hast vorhin gesprochen von dem Seelenraum, den quasi die Doula hält und öffnet. Ich finde diesen richtig. Blick wunderschön, Ja. auf das Gesamte zu schauen, auf die Seelen, Ja. Wesenheiten, die da sind, auf das Genau. liebevolle Zusammensein. Ja. Ja, genau. Also ich habe eine Meditation entworfen, wo die Mutter sich mit der Seele ihres Kindes treffen kann und auch mit ihren, egal ob man nun an Engel glaubt oder nicht, also ihren nicht physischen Beratern. Oder eben, wenn man an Engel glaubt, dann eben die Engel. Und das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Also meine Heilerlehrerin, die hat gesagt, frag nicht, ob es real ist. Frag, ob es nützlich ist. Genau. Ja. Ich finde das einen total tollen Ansatz. Ne? Wenn es dir gut tut, ist es gut. Fertig. Genau, Ich ne? weiß das für mich und du weißt das für dich. Ja. Ja. Nicht? Und wenn du mit der Seele deines Kindes zusammentreffen kannst, dich mit ihr unterhalten kannst oder mit einem Engel unterhalten kannst, in deinen Gedanken, dann kommen da oft überraschend positive Ergebnisse bei raus. Und darum Geht ja ging es. total um diese liebevolle Verbindung von Mutter an Kind, ne? Dass man in diesen Momenten des Miteinander, Verbundenseins, des Spürens eine so wertvolle Frequenz vermitteln kann, die Ganz genau, ein ja. Behütetsein vermittelt. Und das geht ja im Frequenzfeld einfach mit. Das kriegt das Kind mit. Ja. Richtig, richtig. Also das Vertrauen, was die Doula ausstrahlt, das wirkt sich dann sehr positiv sowohl auf die Mutter als auch auf das Kind aus.
Ja, also nützlich sind natürlich dabei die Blütenessenzen. Mit Und denen hast du dich ja auch lange beschäftigt, mit ne? denen habe ich mich sehr lange beschäftigt. Und ja, eine der Schwangeren, die ich in der letzten Zeit betreut habe, die hatte, ich glaube, 3 Fehlgeburten kurz nacheinander. Und nach der letzten Fehlgeburt wurde sie im Grunde sofort wieder schwanger, hat mich dann kontaktiert, als sie noch nicht genau wusste, ob sie schwanger ist. Und ja, wenn ich mit meinen Bachblüten nicht gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich eine 4. Fehlgeburt gehabt. Also sie kriegte, ich glaube, so ungefähr um die 10. Woche rum, kriegte sie also wieder Blutungen und rief mich an, wir sind unterwegs ins Krankenhaus. Ich sage, hast du deine Notfalltropfen mit? Sie sagte, nee. Ich sage, umkehren, Notfalltropfen holen und dann ins Krankenhaus. Ja, Das haben haben sie sie gemacht. gemacht. Ja, und dann im Krankenhaus stellte sich dann raus, also der Embryo lebte noch. Und ne, ich habe dann gesagt, hier zu Hause nur Ruhe hinlegen und Notfalltropfen nehmen, dauerhaft, bis die Blutung vorbei ist. Ja. Unterstützt du dann als Doula auch in solchen, ich sag mal, Notfallsituationen, indem du dann zu Hause auch unterstützt, oder bist du quasi immer über die Ferne erreichbar, oder bist du auch vor Ort möglichst dabei und begleitest in diesen Situationen, oder Wie es gibt es gewünscht noch wird. Elemente? Also da gehe ich davon aus, wie es gewünscht wird. In dem Fall ja, war ich überflüssig. Nur mein guter Rat aus der Ferne. Ja, aber ich bin auch oft dann da gewesen, habe Spaziergänge gemacht, habe mich mit den Kindern unterhalten und habe mich mit dem Mann unterhalten und habe geguckt, ne, was die kulturellen Unterschiede, was machen die aus und was für Erwartungen, was für Vorerfahrungen sind da und wie wirkt sich das auf die gesamte Situation aus. Und entsprechend habe ich dann auch Blütenessenzen angemixt, auch mal für die Kinder. Und für den Mann hätte ich es auch gemacht, wenn er sie gewollt hätte. Also das unterstützt durchaus auch, kann man ja mal ansprechen, ne? Man denkt Ja. dann immer diejenigen, die es betrifft und die Frau und das reicht dann, aber ist ja für das ganze Familiengefüge auch gut, Ja, ne? das ganze Familiengefüge wirkt sich ja auf das Gebären und das Gedeihen des ungeborenen Kindes aus. Ja, also je mehr Stress, dadurch, dass kein Verständnis von der Umgebung da ist, desto schwieriger wird es mit der Geburt. Also, ne, oder auch mit der Schwangerschaft. Also die Gebärmutter in der frühen Schwangerschaft, wenn Stress ist, sagt sie, nö, dann warten wir mal auf bessere Zeiten, schmeißen wir mal das Kind raus. Ja, die Mutter ist wichtiger. Die kann noch mal ein Kind kriegen. Ja, Aber und den wenn, Schutz, ne? Das ne, System ist schon also mega spannend. ne, wenn die Mutter in Schwierigkeiten kommt, dann sagt die Gebärmutter, nee, dann opfern wir lieber das Kind. Ja. Umgekehrt ist es gegen Schluss. Also wenn die Mutter kurz vor der erwarteten Geburt oder wo sie eigentlich sein sollte, Stress hat, dann sagt die Gebärmutter, nö, es ist noch nicht die richtige Situation. Wir müssen noch warten, bis die Mutter es geschafft hat, einen sicheren Ort zu finden. Das heißt, sie schützt quasi das Kind. Und du hast mir Ja. beigebracht, das habe ich vorher so auch noch nicht betrachtet, dass die Gebärmutter ein eigenständiges Organ ist und eben auf diese Störungen und auf die optimale Umgebung für die Geburt sehr reagiert mit ihrem Richtig. Also Bewusstsein. ich behaupte mal, die Gebärmutter hat ein eigenes Bewusstsein. Nachgewiesen ist inzwischen, dass also es ein Bauchgehirn gibt, was für die Intuition zuständig ist, ein Herzgehirn für die Herzintelligenz und natürlich das Kopfgehirn. Ja, und die sollten zusammenwirken dürfen. Und ich gehe mal davon aus, dass Herz und Bauchgehirn, dass die auch sehr wesentlich mit dafür da sind, auch mit der Gebärmutter zu kommunizieren. Und da kann der Verstand ruhig was anderes denken. Was für ein Wunder, ne? Was für ein Ne? Wunder der menschliche Körper halt ist, das Wesen. Absolut, ja. Und die blöde Schulmedizin, die sieht den Körper als Maschine. Das ist so ein Quatsch. Das Ja, Ganze ist mechanisch, ne? Es läuft ja, ja, nach einer ja. genormten Ablaufplanung, und sobald irgendwas davon abweicht, Ja. da muss eingegriffen werden. Das ist Ne? schon. Also wenn die Gebärmutter sich nicht sicher fühlt und dann mit der Geburt nicht weitermacht, dann heißt es, ah, das ist ein Geburtsstillstand und oh, das ist gefährlich und das darf nicht sein. Und dann müssen wir den Wehentropf geben
Und dann werden die Wehen forciert und oft gibt es dann den Wehensturm und ja, und dann muss wieder ne, das Ganze gestoppt werden durch eine Periduralanästhesie, damit sich das beruhigt. Ja, und dann spürt die Mutter wieder nichts und ja, dann geht es aber trotzdem nicht voran und dann gibt es eben dann den Kaiserschnitt wegen Geburtsstillstand oder dann, das nennt sich auch hoher Geradstand, das Kind rutscht einfach nicht ins Becken rein. Und die Gebärmutter von oben drückt sie und unten hält sie zu. Ja, es ist natürlich dann Produktiv dann. unangenehme Situation. Und manchmal, ja, kommt dann eben der Notkaiserschnitt, der gar nicht nötig gewesen wäre, wenn die Frau durch das eigene Vertrauen in die Gebärnatur und durch die Anwesenheit einer Doula die Beruhigung ausstrahlt und die eventuellen Blütenessenzen, wenn das Ganze wieder in einen sicheren Hafen gekommen wäre, wenn die Mutter wieder ein Gefühl der Sicherheit entwickelt hätte. Das Gefühl der Sicherheit ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges, ne? Du sprichst von Das? Vertrauen, du sprichst von Ja, Sicherheit, du ja. sprichst von einem gehaltenen Seelenraum und einer bewusst eingesetzten Atmung. Genau, die sogenannte Geburtsblase, ne, dass die alles ausblenden kann, die Frau. Also ich war definitiv auch in den Krankenhausgeburten, ich war in meiner Geburtsblase. Also bei der dritten Geburt, die durchaus nicht unkompliziert war, da sagte die Hebamme, das ist ja die reinste Schlafgeburt. Ja. Ne, die Kontraktion habe ich gespürt und dann bin ich wieder in die Trance gegangen. Wie hast denn du das gemacht, Cora, wenn ich dir das einfach jetzt mal einwerfen darf, die Frage, wie bist du in diese Geburtstrance für dich gegangen? Ja, also ich habe erstmal durch eine Information, die ich im ersten Geburtsvorbereitungskurs bekommen habe, bin ich in dieses tiefe Vertrauen in die Natur gegangen. Das war, da wurde Grantley Dick Reed zitiert, der einer der ersten oder der erste Geburtshelfer war, der entdeckt hat, dass Gebären nicht wehtun muss. Er hat eine Frau begleitet, die unter ärmlichsten Verhältnissen ihr Kind bekommen hat und so wie das damals üblich war, wollte er ihr dann bei der Geburt, also wo das Kind wirklich rausgekommen ist, wollte er ihr Chloroform geben, weil die Meinung war, das täte so entsetzlich weh, dass man die Frau davor bewahren müsste. Und sie sagte, nee, das wollte sie nicht. Und naja, dann hat das eben sein lassen. Und hat sie dann hinterher gefragt, warum wollte sie denn das Chloroform nicht? Und sie sagte, es tat nicht weh. Und das sollte es doch wohl auch nicht. Nicht wahr, Herr Doktor? Ein so ein Schlüsselsatz, ne? Was Ja, sollten das und wehtun? da ging ihm der Seifensieder auf. Und dann Ein Erinnerungscode. hat er dazu recherchiert und hat einiges bewegt, auch an Geburtsvorbereitungskursen. Also er hat eben diesen Zusammenhang zwischen Angst, Verspannung und Schmerz entdeckt. Ja, Angstverspannungsschmerzsyndrom. Ja. Heißt, wenn ich während der Geburt einfach jetzt Verspannung spüre, dann kommt das aus einer Unsicherheit, aus einer Angst, aus Aus einem. einer Angst, genau. Ne? Und Und dann ist der eventuell Schmerz auch zurück. eine Konditionierung, ja, dass ne, durch zu wenig Bewegung, ne, die Frauen, die zum Beispiel zu Menstruationsschmerzen neigen, da verkrampft sich ja auch der Muttermund. Das kommt nach meiner Beobachtung durch zu wenig Bewegung zustande. Und wenn sich der Muttermund verkrampft, dann tut's weh. Und wenn es weh tut, dann kommt die Angst. Und wenn die Angst kommt, dann verspannst du dich. Und wenn du dich verspannst, tut's noch mehr weh. Und so weiter. Ja. Und dann geht eben nichts mehr. Und wenn du an so einer Stelle bist im Geburtsvorgang und du bist als Doula dabei, was machst denn du dann? Dann Was gebe hilft ich dann? Bachblüten, Blütenessenzen, die Angst auflösen. Ja, weil die Frequenzen der Blütenessenzen einfach sofort wirken an dieser Stelle und im Feld Da mache ich keine Blockade dann. großen Gespräche, sondern ja, da gebe ich diese Blütenessenzen und die haben in den Fällen, wo ich die angewendet habe, haben die immer wirklich
gut gewirkt. Ich kann es nicht garantieren, ist klar. Wenn die Ängste zu groß sind, dann kann ich im Grunde auch nur noch beten. Ja, und alle Engel zu Hilfe rufen. Ja, der Frau zu sagen, es ist alles in Ordnung und lass dich fallen. Ne, aber ich sage eben auch vorher schon, ne, such dir Meditationsmusik aus. Also Romina hat auch die ganze Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, auch vorher ausgewählte Meditationsmusik laufen lassen. Vielleicht nehmen wir Romina einfach mal dazu, dass sie das aus ihrer Sicht, die Ja, Begleitung, die sie durch dich erhalten hat, schildert, wie der Vorgang für sie war. Vielleicht. Ja, Romina, magst du? Also. Romina, bist du da? Bist du noch da, Romina? Vielleicht ist sie gerade nicht da. Da. Nee, Moment. Doch, ich bin Ja, noch da. sie Ich musste ist nur weg. gerade hier das Ja. Bild richtig machen. So, dann Genau. schalte ich mal die Bilder alle jetzt wieder dazu. Das würde ich mit dabei haben. Genau. Hi, schön dich zu sehen, Romina. Ja. Ich habe gedacht, das wäre jetzt vielleicht einfach der passende Moment, Ja. wenn Cora von dir spricht, wie du das dann eben gemacht hast in dieser Zeit, dass du einfach direkt selber mal erzählst, wie war das für dich? Wie hast du das auf diesem Weg gemacht, um bei dir zu bleiben, in dem Vertrauen, in der Ruhe? Was hat dir geholfen? Von Anfang an oder bei der Geburt jetzt? Cora, du warst gerade bei der Geburt, ne? Ich war gerade bei der Geburt, aber ja, ich würde dich gerne fragen, wie hat insgesamt meine Begleitung für dich als deine Doula, wie hat es insgesamt auf dich gewirkt? Also generell war ich schon sehr in meiner Mitte und wusste genau, was ich auch wollte. Aber dass Cora trotzdem dabei war und dass ich sie jederzeit halt anrufen konnte, wenn irgendwas ist, dann das war schon eine Bereicherung. Obwohl ich ja auch schon zwei Hebammen hatte. Also das ist ja auch Luxus, zwei Hebammen zu haben. Und dann noch eine Doula. Genau, und bei der Geburt war es auch ziemlich gut, dass Cora halt dabei war, weil einfach meine Hebamme ja gestört hat. Also sie kam ja unerwartet nach Hause, weil wir sie angerufen hatten und gesagt haben, ich wäre ja schon mittendrin und es dauert ja noch Ewigkeiten, meinte sie. Und ja, genau, und dann kam sie halt eine Stunde später, obwohl wir sie da eigentlich erst anrufen sollten. Und ja, es hat mich halt total rausgebracht. Und eigentlich wollte ich mich auch gar nicht irgendwie hinlegen oder so. Und dass sie mich generell untersuchte, aber ich war irgendwie weggetreten, keine Ahnung, habe das halt nicht bewusst wahrgenommen. Und ich glaube, hätte ich das nochmal mit Cora irgendwie besprochen, dann hätte Cora auch dann was da gesagt. Aber hinterher, ja, weiß man es halt dann, ne? Naja, aber auf jeden Fall war es halt gut, dass dann doch nichts gesagt wurde, weil ich dann danach gesagt habe, sie soll nicht dabei sein, Das sondern halt hat erst das entschieden, später. ne? Genau, und das war halt nochmal gut, weil das war dann, ja, weil ich da halt Schmerzen hatte und das wollte ich halt nicht. Ja, und danach hatte ich auch keine Schmerzen mehr, also dann war alles wieder top. Heißt, du bist dann wieder in die Entspannung gegangen und damit hat der Schmerz aufgehört. Genau. Und du durftest das quasi direkt erfahren, dass wenn eine Störung kommt von außen, dass sich dann dein ganzes System darauf ausrichtet und verändert und hast für dich die Entscheidung getroffen, vollkommen intuitiv und richtig, da wieder rauszugehen und zu sagen, nein, möchte ich nicht. Das heißt, du warst dir deiner ja, Verantwortung für dich bewusst an der Stelle auch, ne? Ja. Also ich habe mich ja schon vorher mit Alleingeburt beschäftigt, wollte das ja auch, aber habe das immer noch so in petto gehabt, die Hebamme, sag ich mal so, ne? Ja. Und, Ja. Und dadurch, dass ich deinen Mann kannte, konnte ich ihn ja dann auch so ihm beruhigend zuzwinkern, als du gesagt hast, ich will auf keinen Fall eine Hebamme. ja, genau, also wäre ich, glaube ich, alleine mit ihm gewesen, dann hätte das, glaube ich, nicht so gemacht. Aber er hat mir ja trotzdem sehr vertraut. Ja, und ich glaube, ich hatte auch auf ihn eine beruhigende Wirkung. Ne?
Klar, Würde ich auch so sehen. Erfahrung, Vertrauen, den Seelenraum halten, dieses Energiefeld, das dürfen wir ja nicht unterschätzen. Das Energiefeld, die Frequenzen, die wirken ja im ganzen Wesen. Und wenn der Raum dann von dir so gehalten werden kann und Romina dann als diejenige, die gebärend ist, das mitträgt und mitgehen kann, dann kann auch der Mann diese Sicherheit fühlen, diese Gelassenheit fühlen, dieses Vertrauen fühlen und sich dem wieder öffnen. Ne? Ja, Ja. Romina, magst du noch was sagen, wie du die Sache mit der Geburtstrance empfunden hast? Wäre das okay? Ja, also ich war wirklich bei mir. Also ich habe das die Außenwelt quasi ausgeblendet. Ja. Ich hatte halt dauerhaft eigentlich Musik an, eine Meditationsmusik und Mantra-Musik und habe mich halt immer bewegt dabei. Also das habe ich schon im Geburtsvorbereitungs-Yoga quasi für mich festgestellt, dass das der beste Weg ist für mich, um mit ja, Ausdauer zu haben. Nicht Schmerzen, weil es ist halt unangenehm. Also wir hatten halt so eine Übung gemacht und da diese, ja, zum Stimulieren quasi, ne? Zum Üben, zum Durchhalten quasi, so, genau. Und ja, im Endeffekt hatte ich bis zur Phase, wo ja gepresst, oder ist ja nicht gepresst, aber halt, wo der Kopf halt kam, da hatte ich dann einmal halt wirklich Angst, dass ich reiße. Und dann habe ich das halt Cora gesagt und dann hat sie mir Bachblüten gegeben und dann war wieder gut. Also dann habe ich, und sie hat mich halt ja zwischendurch mal daran erinnert, das richtige Atmen halt, ne? Tief atmen und die Pause dann auch wirklich nutzen. Und das hat halt wirklich gut geholfen. Also da, also im Endeffekt war Cora nur dabei. Hat gar nichts groß gemacht oder gesagt, sondern dann, wenn es wirklich nötig war. Ja, und du hast kommuniziert, ne? So wie ich das jetzt gerade nochmal gehört habe, hast du ja dann auch gesagt, was mit dir ist, ohne das jetzt innen drin zu behalten, sondern du hast es kommuniziert und dadurch konnte Cora auch das Richtige für dich dann tun an dieser Stelle. Das heißt, das Genau. Vertrauen in der Begleitung, ist auch das Vertrauen im Sprechen miteinander. Und es gehört auch dazu, dass man sich äußert und an der Stelle einfach sagt, was man fühlt, was in einem vorgeht, weil das das Entscheidende dann ist, ne? Ja, und die Geburt selber ist ja wirklich vorbildlich verlaufen. Also ich habe noch nie ein Kind so flott rausflutschen sehen. Also es war wirklich verblüffend. Der ganze Körper, alles auf einmal. Ich hatte erwartet, ja, erst kommt der Kopf raus und dann kommt noch eine Wehe, dann also eine Kontraktion und dann kommt der restliche Körper raus und muss die Eigentlich wollte ich sie Schultern ja drehen. sogar auffangen. Also ich wollte sie Sie eigentlich selber, ne? auffangen und dann ging es gar nicht. Also da ja, auf einmal lag sie dann da und guckte mich dann an. Ne? Das Ja. waren so schnell, ne, dadurch diese totale Entspannung ist sie richtig rausgeflutscht wie auf einer Rutsche. Ne? Bei mir war Ja, das so ja hat ein sich das auch angefühlt, besonderer wirklich. Moment. Also. Ja, ne, also, und ja, ich denke, dass das ist eine gute Illustration sozusagen, wie sich die Anwesenheit einer gut vorbereiteten Doula auf eine Geburt positiv auswirken kann. Ja, danke, Romina. Ich habe noch eine Frage an dich, Gerne. Romina. Hat dein Mann denn irgendwann mal was dazu gesagt, wie er das empfunden hat, dass Cora dabei war? Das würde mich jetzt interessieren, ob es dazu noch Ach einen ja. Austausch gegeben hat. Ich Nicht glaube, wir wirklich. haben da groß gar nicht mehr weiter drüber gesprochen. Also es war gut und okay für ihn. Also ja. Jo. War dann eben so und war gut und es hat alles gut funktioniert und insofern Ja, war es genau. genau. Schön. Also in einer Ruhe dann damit umgegangen. Ja, danke, Romina. Danke. Ja. Ja, ich würde gerne noch mal auch darauf eingehen, was eine Doula denn nun tatsächlich sozusagen statistisch bewirken kann. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Moment. Also. Genau. Vom Doula-Verband ist eine Statistik rausgekommen, dass der durch Anwesenheit einer Doula
die Kaiserschnittrate um 50% gesenkt wird. 50%. 50%. Die Anwendung von Zange oder Saugglocke um 40%. Die Periduralanästhesie, also diese Rückenmarksbetäubung, um 60%. Der Wehentropf mit Oxytocin um 40%. Und die Dauer verkürzt sich um 25%. Um ein Und Viertel. zwar dann, wenn die Doula früh bei Beginn der Wehen, der Kontraktionen, anwesend ist und wenn sie nicht zum Krankenhauspersonal gehört. Das waren so die Voraussetzungen für diese positive Einwirkung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Das sind ja wirklich große Zahlen. Und es ist Ja. schön, dass es diese Statistiken gibt und dass man es das auch einfach mal sehen, hören und nachlesen kann und da mal Und sich. das gilt nur für die im Krankenhaus stattgefunden habenden Geburten mit Doula. Deswegen finde ich das so schlimm, dass die Frauen jetzt mit Corona nicht die Person ihrer Wahl mitnehmen dürfen. Dabei. Ja, was Ja, wird da wieder das unterbunden? Ne? Was wird nicht dadurch ganz schlimm. verhindert? Ja, Ne? da wird diese positive Einwirkung wirklich unterbunden. Ja. Naja, Also also man wenn kann man. trotzdem noch positiv einwirken. Also ich habe ja eine Ja. Bekannte von Romina, die habe ich telefonisch begleitet. Die war so 14 Tage vor dem Termin und die Ärzte haben gesagt, sie müsste einen Kaiserschnitt machen, aber mindestens vorzeitig einleiten. Das Kind wäre zu groß. Und sie wollte aber unbedingt eine natürliche Geburt. Und ich habe sie also da beraten, die optimalen Bedingungen auch herzustellen. Und sie ist dann also auf eigene Gefahr sozusagen, musste sie unterschreiben im Krankenhaus. Also ihr Mann durfte erst dann dabei sein, als der Muttermund 6 cm geöffnet war. Ich natürlich sowieso gar nicht. Und aber mit meinen Instruktionen hat sie das dann hingekriegt, also ohne Schmerzbetäubung, ohne irgendein Schmerzmittel, dieses Kind zur Welt zu bringen. Und eben auch ohne irgendeine gefährliche Geburtsverletzung. Also eine leichte Geburtsverletzung war da, weil sie konnte nicht die optimale Stellung einnehmen. Hat zwar nicht auf dem Rücken liegend, sondern auf der Seite liegend geboren, aber da hilft ja die Schwerkraft auch nicht mit. Und also ich habe eine Bekannte, die ist Hebamme. Und die sagte, die Lage, die im Krankenhaus eingenommen wird, wo die Frauen auch genötigt werden, die einzunehmen, nämlich die Rückenlage. Sie sagte, es gäbe nur eine Stellung, die noch ungünstiger wäre, wenn man da im Kopfstand gebären würde. Hier spricht ja auch Bände. Ich hatte vorhin schon die Frage auf der Zunge, Cora, du hast ja auch mit Hebammen Austausch. Wird das in deren Qualifikationen nicht wirklich so thematisiert, all das Wissen, was du hast und was ja auch andere Menschen schon zusammengeführt und zusammengefasst haben und was es braucht, damit Frau im Ja, nee. Geburtshaus, wird das nicht vermittelt? Das Gegenteil ist der Fall. Also ich sage auch mal meine Statistik. Klinikgeburten, hebammengeleitete Geburten und geplante Alleingeburten, ja, wo eben nur eine Doula dabei ist. Also wenn man in der Klinik sein Kind kriegt, da sind die Interventionen, also Eingriffe in den Geburtsverlauf, 92%. Ja, also, und von diesen 92% sind 32% Kaiserschnitte. Das heißt, nur 8% der Geburten im Krankenhaus verlaufen ohne schwerwiegende Eingriffe. Das ist Ja. recht wenig, ja. Bei hebammengeleiteten Geburten, da sind es 44% Eingriffe und davon 5% Kaiserschnitte. Bei geplanten Alleingeburten, auch die dann eventuell abgebrochen werden, sind es nur 1% Interventionen, also Eingriffe, und inklusive der Kaiserschnitte. Ja, also an Verletzungen ist in der Klinik 80% Geburtsverletzungen bei Erstgebärenden. Bei Zweitgebärenden 50%.
Bei einer hebammengeleiteten Geburt sind es, ohne jetzt das zu trennen zwischen Erstgeborenen und Zweitgeborenen, sind 56% Geburtsverletzungen. Und bei einer geplanten Alleingeburt sind es 4,8% Geburtsverletzungen. Und nur 1,4% der Alleingebärenden wählen die Rückenlage. Also ich hatte bei meiner Alleingeburt, das zweite Kind war eine ungeplante Alleingeburt, war als Hausgeburt geplant. Ich habe, so wie ich es eben im Krankenhaus gelernt hatte, die Rückenlage eingenommen und hatte eben auch eine Geburtsverletzung, also einen Dammriss, von dem ich nichts gemerkt habe. Und die Geburt ging innerhalb von 20 Minuten vom Aufwachen, bis das Kind da war mit zwei Presswehen. Und von der Geburtsverletzung habe ich überhaupt nichts gemerkt. Ich war also völlig erstaunt, als die Hebamme sagte, ich hätte einen Dammriss. Und ich gehe davon aus, wenn ich eine andere Position eingenommen hätte, wo die Schwerkraft hätte mithelfen können, Wäre es gar nicht dass passiert. ich keine Geburtsverletzung davon getragen hätte. Ja, also das einfach mal zu den Statistiken. Also, ne, die Leute meinen immer, ne, ich glaube, 2% aller Geburten finden nicht im Krankenhaus statt, geplant. Und die Menschen meinen, Geburt im Krankenhaus sei sicherer. Und die Statistiken zeigen, das Umgekehrte ist der Fall. Ja. Diese Statistiken, Cora, arbeitest du die in dein Buch mit ein? Kann man das dann, ist Ja, das dann alles arbeite ich verfügbar? in mein Und Buch mit ein und auch, also wo die herkommen, die Statistiken. ja, das ist ja auch immer wichtig zu wissen, wer hat es recherchiert, ja, und Ja. wie sind die im Gesamtzusammenhang dann zu verstehen, ne? Ja, Also also bei den. eigentlich für mich als Laie mit dem Thema ist ja nun bei mir auch schon länger her. Für mich ist klar, nach dem allen, was du sagst, ist die sicherste Geburt, die man haben kann, die mit einer Doula. Ja, Und es gibt zwei Doula-Verbände. Hätte ich jetzt darauf wissen wollen, Ne? wie ist das Einmal aufgestellt? ein Doula-Verband, Deutschland glaube ich auch, e.V., und ein Doula-Verbund. Deutschland e.V. Ich bin in letzterem, weil, also als ich gegoogelt habe, habe ich erst nur den Verband gefunden und habe mir das angeguckt, was die anbieten und was sie von einem wollen. Und dann stieß ich darauf, dass ich hätte unterschreiben müssen, dass ich keine Alleingeburt begleite, nur eine hebammengeleitete Geburt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte mich natürlich an das halten, was die Frau sich wünscht. Ich hätte überall begleitet, wo ich eben hätte dürfen. Das Ja. heißt, beim Verband gibt es dann schon wieder eine Einschränkung, wie der Da gibt es Verbund eine dann einschränkt. Einschränkung. Also die machen eigene Doula-Ausbildungen und sagen dann also keine Alleingeburten. Während der Doula-Verbund nimmt alle, die irgendwie Doula-Arbeit machen wollen, egal wo und wie oder ob nicht sie ausgebildet worden sind. Ich habe auch keine Doula-Ausbildung in dem Sinne. Aber die Ich hab, Qualität, die entscheidet ja, ne? Die Qualität, ja, mit der du die Menschen begleitest, die Frauen ganz begleitest, genau. die du Ich habe begleitest. einen Hypnobirthing-Kursleiter-Kurs gemacht, aber das ist alles, ja. Und habe festgestellt, nee, Hypnobirthing alleine reicht mir nicht. Also ohne Blütenessenzen, das geht gar nicht. Weil das hat sich wirklich am positivsten ausgewirkt. Als Denn ich du hast ja meine, da auch jahrelange Erfahrung mit der Begleitung. ja, als ich meine eine Pflegetochter begleitet habe, die jetzt auch schon über 50 ist, die hatte vorzeitige Wehen und die Klinik hatte sich schon auf eine extreme Frühgeburt vorbereitet. Das war im 7. Monat. Und die venenhemmenden Mittel, chemischen, die halfen nicht. Ich bin dann mit meinen Blütenessenzen als Mineralwasser getarnt da angekommen. Und mit meinen Blütenessenzen konnten das dann eben stoppen. Und sie hat dann die weitergenommen bis zur Geburt. Ich habe sie dann eben auch weiter mit Blütenessenzen während der Geburt begleitet. Und sie ist dann gerade noch um eine PDA rumgekommen. Ne? Sie rückten an mit ihren Instrumenten und haben dann nochmal eine Untersuchung gemacht und gesagt, oh nee, das geht jetzt nicht mehr. Der Mund ist jetzt schon ganz offen. Jetzt müssen wir durch. Ne? Ne? Der Arm war neben dem Kopf eingeklemmt, der Arm vom Kind. Insofern ein Geburtshindernis und klein war es auch nicht.
Und dann hatte sie ungefähr eine halbe Stunde Presswehen, wo ich inzwischen weiß, das ist ganz normal. Also, es gibt auch längere. Und irgendwann war sie dann erschöpft und dann habe ich ihr die Blütenessenz Olive gegeben und dann ging es munter weiter. Na, und eine Freundin von ihr, die war mit den üblichen Methoden bearbeitet worden und der ging es richtig dreckig. Also das war eine, bei der war es eine sehr traumatische Geburt. Naja, und dann brauchst du noch wieder wen, der das im Nachgang begleitet und auffängt und wo man das dann wieder Ja, arbeiten richtig. kann. Und oftmals ist das Genau, ja gar nicht ja. der Fall im Alltag. Ja, also ich begleite eben die Frauen dann auch nach der Geburt mit Stillberatung und was eben nötig ist. Stehe ich auch noch zur Verfügung und in meinem Buch beschreibe ich auch noch, wie man mit natürlichen Mitteln auch in der Stillzeit verhüten kann. Weil ich finde, das gehört auch dazu. Du Ne, sprichst gerade dein Buch an. Ich hatte es auch schon gerade im Kopf. Vielleicht kannst du einen groben Überblick geben oder auch einen klareren Überblick. Was ist der Inhalt deines Buches? Die Gebärrevolution ist ja ein Riesenthema. ja. Was findet man da drin in deinem Buch? Ja, ich schreibe erstmal, was man günstigerweise tun kann im ersten Drittel der Schwangerschaft, was im zweiten Drittel, was im dritten Drittel und eben wie man Stress vermeiden kann, welche Hilfen man sich holen kann. Und nach jedem Kapitel und auch Kapitel zum Thema Schmerz, eben meine These, dass es keinen Geburtsschmerz gibt, sondern nur eventuell Schmerzen bei der Geburt, an denen man was tun kann. Und ja, ne, zu allen so quasi Vorurteilen von der Schulmedizin, da äußere ich mich dazu, zu Ultraschalluntersuchungen, allem Möglichen, was so die Schulmedizin anbietet. Und ne, da habe ich recherchiert, sehr umfangreich, auch mit Fachliteratur, also von Professor Rockenschaub zum Beispiel, der eine Hebammenlehrklinik geleitet hat, 20 Jahre lang. Und dessen Buch ist also sehr hochwissenschaftlich. Das versteht ein Laie nicht ohne weiteres. Da habe ich so die wichtigsten Erkenntnisse praktisch zusammengefasst, die für einen Laien dann eben auch verständlich sind. Das ist schön, dass es dann auch andere Formulierungen gibt. Eigentlich gehört so ein Buch dann in jede Hand eines Menschen, der Frauen auf dem Weg ins Gebären begleitet. Ne? Also Ja, würde ich mal so richtig, ja. sagen. Und ich liebe also eine deutliche Sprache. Ne, zum Sehr Beispiel sage wichtig. ich dann auch mal, ne, Gebären ist wie Kacken. Also ne, man muss genauso vor Störungen geschützt werden, ne, wenn man kacken will und einer bollert an der Tür und sagt, mach schneller, dann kannst du auch nicht. Ne? Das Oder macht Druck, ja. wenn 33 Leute drumherum stehen, wird es auch schwierig. Ja? Also, Kann man da, sich dann sehr gut vorstellen, so, weil die Situation, ne? die kennt ja nun echt jeder vielleicht, also möglicherweise. Ja. Es fühlt sich wirklich so an, als würde man eine richtig große Wurst kacken. Ne? Sehr So bildlich. schöner halt. Ja, mit freudvollen Gefühlen da drin. Genau. Cora, weißt du denn, ob es Netzwerke in Verbindung miteinander gibt? Von Hebammen und Doulas, weißt du das? Gibt es das schon? Ich weiß, dass in England, also da habe ich mich mal interviewen lassen bei dem Kanal When Push Comes to Shove. Also das ist ein Ausdruck, so wenn es hart auf hart kommt, würde man das übersetzen. Aber das ist so ein Wortspiel. Also wenn statt pressen man schiebt, ja. Push heißt pressen, ne? Und Shove heißt schieben. Also im Hypnobirthing wird eben auch gesagt, man soll nicht pressen, außer einem ist sehr danach, sondern man soll schiebend ausatmen. Und die Gebärmutter, die kann das ganz alleine. Das, bei Romina war das auch so. Also Romina hat nicht gepresst, also ich konnte nicht erkennen, ab wann sie sogenannte Presswehen hatte. Also Geburtskontraktionen, sondern das ging also nahtlos alles ineinander über. Und das Kind eben, ja, schoss einfach raus dann, als es soweit war. Was für ein schönes Erlebnis und auch die Beschreibung der Geschichte, soweit ich weiß, die darf ja in deinem Buch mit einfließen, sodass Ja. man da einfach auch nochmal Klarheiten und eine echte Geschichte dabei hat, ne, die erlebt, eine erlebte Ja. Geschichte. Also ich beende auch jedes Kapitel immer, wie kann dich der Inhalt dieses Kapitels
darin unterstützen, eine meditative Geburt zu erleben. Ja, ich hatte erst als Titel ekstatische Geburt, nee, ich weiß nicht, ob ich einen Orgasmus auch mit drin hatte, aber dann bin ich auf ekstatisch gegangen, weil ich dachte, naja, Orgasmus, das ist so wenig vertraut den Leuten, da gucken sie komisch. Aber habe dann festgestellt in Gesprächen, auch ekstatisch ist auch noch zu exotisch. Nachgesetzt, ne? Ja. Ja, und dann bin ich auf meditative Geburt gegangen, weil das ist die Voraussetzung dafür, dass man eine ekstatische oder sogar orgasmische Geburt erleben kann. Das ist eigentlich der Grundzustand, in dem man sein sollte und sich immer wieder dahin zurückbringen sollte, wenn es denn einfach dieses freie Gebären sein darf. Ne? Richtig, damit es dann eine ekstatische und beglückende und lustvolle und eventuell orgastische Geburt dann auch geben kann. Also der meditative Zustand, der ist sozusagen unerlässlich für eine schmerzfreie oder schmerzarme Geburt. Also gibst du quasi in deinem Buch einen großen Überblick über die gesamte Geschichte, über die Schwangerschaft, über das Miteinander, über Möglichkeiten der Unterstützung, über die meditative Seite, über die Geburtstrance, das Rechtliche, die Statistiken. Ne, dass ich Dinge richtig stelle, also ne, ich habe ein Kapitel, wie Gebären im Fernsehen dargestellt wird und das habe ich dann, ne, so wird es gesagt und so ist es richtig. Ja, so. Gegenübergestellt oder. Das ne? Ja, dass der direkte Vergleich dann da ist. Ja. Das ja, finde ich auch wichtig, dass man im direkten Vergleich draufschauen kann. Ne? Dadurch ja, ganz genau. Hast du eine ganz andere Möglichkeit. Ich habe vorhin gefragt nach, ob du Netzwerke oder Netzwirken schon kennst zwischen Hebammen und Doulas. Gibt es dazu irgendwas? Ja, wie gesagt, die in England, da wird nur von Geburts. Wie nennen Sie das? Die Birth Helpers, glaube ich. Okay, weil das hatte ich gerade noch nicht so ganz klar, deshalb habe ich Geburtshelfern, also die machen auch Ausbildung sowohl für Hebammen als auch eben für Doulas. Nicht ganz billig, ich habe mal reingeguckt. Also meine Hebammenfreundin, die will zusehen, ob sie da einen Kurs dann auch macht. Mhm. Und die haben mich interviewt zu meinem Buch und die, bin darauf aufmerksam geworden, weil die Sarah Schmidt, die Queen der Alleingeburt, weil die interviewt haben und bei Sarah Schmidt gucke ich mir alles an und ja. Katharina schreibt gerade Geburtshüter vielleicht, möglicherweise ist das der Begriff, ja. Ja. Der klingt zumindest ganz schön, auch Geburtshüter ist auch eine sehr schöne Energie, ja. 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 Also die fördern alle geburtshütenden Menschen und bieten eben da auch Ausbildung an. Und die sind richtig, richtig super. Also ich hoffe, dass das in Deutschland auch noch kommt. Das heißt, wir sind so ein bisschen hinterher, ne? Weil andere Länder haben da schon ganz viel, ganz anderes, breites, aufgestelltes Repertoire. Ja, zum Beispiel auch hinter den Niederlanden, ja, also in Niederlanden, da sind Hebammen wesentlich, auch Hausgeburtshebammen, wesentlich üblicher. Wenn also nichts Medizinisches gegen eine Hausgeburt spricht, dann ist das die übliche Art zu gebären. Und da gibt es dann auch nur in Anführungszeichen 15% Kaiserschnitte, finde ich immer noch viel zu viel. Aber naja, die Hebammen, die haben ne, ihre rechtlichen Vorgaben und da hängt immer das Damoklesschwert einer Gerichtsverhandlung über ihnen, wenn sie sich nicht exakt an die Richtlinien halten. Also auch da mit der Angst, ne? Auch da wieder das Spiel mit der Angst, ja. Und es gibt immer weniger Hebammen, weil die immer schlechter behandelt werden. Und je weniger Hebammen es gibt, desto mehr Stress hat die Einzelne und das wirkt sich natürlich auf den Geburtsverlauf aus. Ja, na klar. Ja, also da hast du wieder die Spirale da drin. Ne? Die Spirale von Verspannung, Angst, Verspannung und Schmerz und Notfälle dann. Ne? Cora, ich habe mit Blick auf die Uhr, ich habe gerade mal auf die nächste Thematik geschaut, das wird das instinktive Gebären sein, das heißt, da gehst du nochmal ausführlicher dann auf dieses Thema ein beim nächsten Termin und ich würde, glaube ich, ganz gerne jetzt dann die Aufzeichnung zu allem stoppen, die ganzen Daten schreibe ich dann unten in die Beschreibung. Ja, ich denke auch so die wichtigen Punkte zu Doulas habe ich auch. Möglichkeiten noch gibt zu Fragen, gesagt, die da sind. Ja. Also dann werde ich beim nächsten Mal ich bin ja Biologin, auf Instinkte eingehen und auf die instinktiven Bedingungen
die beim Gebären wichtig sind. Und wir sind Säugetiere, ja. Und ja, bei keinem anderen Säugetier würden wir auf die Idee kommen, so zu handeln bei einer Geburt, wie wir es beim Menschen tun. Wie eine Tabelle das irgendwo genormt dann schildert, ne? Genau. Ja. Also zu Dulas, gibt es da noch irgendwas zu ergänzen? Hättest du da noch irgendwie ein Schlusswort oder ist alles gesagt, was dir dazu wichtig ist? Also ich wünsche mir von Herzen, dass es mehr Doulas gibt und ich wünsche mir auch, dass ich dann demnächst Doula-Ausbildung geben kann. Schön, schöner Wunsch. Möge das Universum gut zugehört haben. Das macht es ja immer. Also möge der Weg frei sein bald dafür. Ich würde mich freuen, wenn viele diese Qualität, dieses Wissen, diese Ruhe, was du auch vermitteln kannst, auch empfangen dürfen. Ich würde jetzt, oder nein, ich ende jetzt an dieser Stelle die Aufzeichnung, bedanke mich für das Gespräch bis hierhin und freue mich jetzt auf die Fragerunde oder auf den Austausch, wenn es noch Bedürfnisse gibt und freue mich schon an dieser Stelle auch aufs nächste Sprechen mit dir. Danke, dass wir diese Danke, Reihe auf dem Ola. Weg Ja, bringen. danke, dass du mich so gut durch dieses Gespräch durchgeführt Oh, hast. ich bin ganz gebannt und von Herzen sehr, sehr dankbar. Das ist ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich, Teil der Verbreitungsmöglichkeit für dieses ganze Schauen, draufschauen, fühlen. Ja, das müssen Wissen. wir, das dürfen wir. Die Gebärrevolution darf kommen. Ja, Frauen voller dürfen sich Freude. lustvoll gebären und da dürfen sie auch gut begleitet werden drin von null medizinisch. Von Herzmenschen, ja, von Herzensmenschen. Herzmenschen mit Ich Bauch bin und Seele. Apparatemenschen, Ich genau. freue Von mich. Herzensmenschen, ganz Genau. genau, ja. Gut. Dann ende ich jetzt die Aufzeichnung und danke dir sehr für das, was du tust, Cora.